Während der MSCI World in den letzten 12 Monaten rund 25% zugelegt hat, waren es bei dem MSCI Emerging Markets rund 35%. Rund 10 Prozentpunkte waren die Schwellenländer also besser als die Industrieländer. Während ich in dem Video, das ich dir oben verlinke, bereits über Schwellenländeranleihen gesprochen habe, widmen wir uns heute daher mal den Emerging Markets auf der Aktienseite. Und bei Emerging Markets kommen uns meistens asiatische Länder wie China oder Indien in den Kopf oder auch Unternehmen wie Alibaba und Tencent, bei denen einfach noch Wachstumsraten herrschen, von denen wir hier in Europa oder dem Rest der Welt nur träumen können. Doch brauchst du wirklich asiatische ETFs oder Schwellenländer-ETFs in deinem Portfolio? Und wenn ja, welche wären das? Das klären wir hier in diesem Video. Ich bin's Matthias aus der Pfennigfabrik und wünsche dir wie immer viel Spaß bei diesem Video. Wir widmen uns heute also mal den Schwellenländern. Wie immer am Anfang der Hinweis, dass das Video keine Anlageberatung darstellt, sondern gänzlich meine persönliche Meinung widerspiegelt. Bei dem Begriff Schwellenländer kommen ja sicherlich zuerst asiatische Länder, wie gesagt, wie China oder Indien in den Kopf. Zu den Schwellenländern nach MSCI gehören aber weit mehr Länder, beispielsweise Brasilien und Chile oder auch Russland und Saudi-Arabien. Viele Schwellenländer werden so bezeichnet, weil sie sich aktuell an der Schwelle zum Industrieland befinden. Sie sind also schon recht weit entwickelt, haben aber trotzdem weiterhin großes Wachstumspotenzial. In Anführungsstrichen hinter den Schwellenländern kommen nach der Klassifizierung von MSCI noch die Frontier Markets sowie einzelne kleine Länderindizes. Dieses Wachstumspotenzial ist auch das erste Argument für Schwellenländer. Du siehst hier das gesamte Investmentspektrum nach MSCI. Lediglich die Industrieländer über den MSCI World abzudecken, könnte dazu führen, dass du spannendes Wachstum aus den anderen Bereichen verpasst. Indizes sind meistens nach Marktkapitalisierung, das heißt nach Größe der Unternehmen an der Börse gewichtet. Im MSCI World führt das zu einem Gewicht von fast 70% USA im Portfolio. Ein gehöriges Klumpenrisiko, oder? Daher ist es eine Alternative, das Gewicht im Portfolio nach dem Bruttoinlandsprodukt, also der tatsächlichen Wirtschaftskraft, anzugleichen, bei dem die Schwellenländer weltweit gesehen bereits knapp 40% beitragen. Wie wir aber im vergangenen Video zu dem in Anführungsstrichen perfekten Portfolio je nach Sparrate gesehen haben, wäre es über den MSCI ACWI möglich, Schwellenländer im Rahmen eines einzigen ETFs abzubilden. Wenn du das Video noch nicht geschaut hast, hol das gern nach diesem Video mal nach. Hier hätten die Schwellenländer ein Gewicht von rund 15% im MSCI ACWI. Solange man darauf vertraut, dass Aktienmärkte alle verfügbaren Informationen widerspiegeln, dann sollten diese 15% auch reichen. Aber warum zeigt sich das nicht 1:1 in den Aktienkursen der Indizes? Die Aktienmärkte in den Schwellenländern sind nicht immer so gut entwickelt wie in den Industrieländern. Unternehmen kommen oftmals erst viel später an die Börse, was dazu führt, dass ein großer Teil des Wachstums durch Firmen erwirtschaftet wird, die eben nicht an der Börse gelistet sind. In Europa und Deutschland im Speziellen ist das übrigens ebenfalls ansatzweise zu beobachten. Große Firmen wie Aldi oder Bosch beispielsweise meiden die Börse aus verschiedenen Gründen. Der DAX stellt also nicht unmittelbar einen Gradmesser für die deutsche Wirtschaft dar. Genauso ist es dann auch in den Schwellenländern. In Ländern wie China gehören viele der größten Unternehmen darüber hinaus auch dem Staat und sind nicht investierbar. In den USA hingegen macht die Marktkapitalisierung 150% des Bruttoinlandsprodukts aus. In Deutschland vergleichsweise niedrige 56%. China hat in den letzten Jahren aufgeholt und liegt inzwischen gleichauf mit Deutschland. Das liegt aber auch daran, dass die amerikanischen Unternehmen höchst globalisiert sind und daher auch viele Einnahmen eben in anderen Ländern erwirtschaften, die zwar in die Aktienkurse einfließen, nicht aber in das Bruttoinlandsprodukt der USA. Und das führt dann auch dazu, dass du mit einem MSCI World zumindest indirekt das Schwellenländerwachstum abgreifst, da die Firmen aus den Industrieländern insbesondere vom Wachstum der Schwellenländer profitieren. Ein Beispiel wäre vor der Tür mit der Automobilindustrie in Deutschland, wie Daimler oder VW zu finden, die einen Großteil des Wachstums in China erwirtschaften. Das heißt, auch wenn China ein Wachstumsmotor der Weltwirtschaft ist, kann es durchaus sein, dass du mit einem ETF, der Industrieländer beinhaltet, von diesem Wachstum profitieren kannst. Sind Schwellenländer-ETFs also doch nicht notwendig für dein Portfolio? Naja, solltest du nur einen ETF besparen wollen, dann ist es absolut ausreichend, wenn du den MSCI ACWI oder auch sogar den MSCI ACWI EMI nutzt. Sobald du jedoch genügend Geld hast, um in 2 bis 3 ETFs zu investieren,
Dann würde ich tatsächlich die Emerging Markets separat ins Portfolio nehmen und etwas höher gewichten als in dem Welt-ETF wie dem MSCI ACWI. Denn Ziel ist es, eine sogenannte Instabilitätsprämie einzusammeln, die du tendenziell bei Ländern mit höheren politischen Risiken beispielsweise erhältst. Emerging Markets bieten dir also tendenziell einen Renditevorteil, weil sie höhere Risiken beinhalten. Gib dabei aber darauf Acht, dass wir hier von sehr langen Zeiträumen sprechen, also mindestens auf 20 bis 30 Jahre gerechnet. Zudem musst du darauf achten, dass Emerging Markets ETFs in der Regel etwas teurer sind, weil die Umsätze geringer und die Kosten an den Börsen etwas höher sind, weshalb die ETFs versuchen, mit möglichst wenigen Aktien die gesamte Performance im ETF abzubilden. Fassen wir das einfach mal kurz zusammen. Mit einem MSCI World kommst du also auch gut hin, weil die Firmen auch in den Schwellenländern vertreten sind und du daher von dem Wachstum indirekt profitierst. Die in Anführungsstrichen richtigere Variante nach Lehrbuch wäre jedoch, einen weltweit investierenden ETF zu nehmen, der alle Unternehmen nach seiner Marktkapitalisierung gewichtet. Möchtest du sehr langfristig den Emerging Markets Faktor in dein Portfolio integrieren, ist es sinnvoll, dies mit einem zusätzlichen separaten ETF zu tun, um das Gewicht der Schwellenländer in deinem Depot zu erhöhen. Und nun gäbe es verschiedene Varianten, diese Schwellenländer zu integrieren, wie du an dem Beispiel für das perfekte ETF-Portfolio nach Sparraten ja schon sehen konntest. Für das heutige Video gehen wir davon aus, dass du in irgendeiner Art und Weise die Industrieländer abgedeckt hast, beispielsweise über verschiedene Sektor-ETFs und oder einen MSCI World. Die Schwellenländer sind also noch nicht explizit Bestandteil deines Vermögens. Und wie würde ich jetzt vorgehen? Grundsätzlich würde ich versuchen, so viele Länder und Unternehmen wie möglich einzuschließen und auf einen Länder-ETF wie den MSCI China zu verzichten. Du gehst hier unnötig das Risiko eines einzelnen Landes ein, das dir historisch betrachtet aber keinen Renditevorsprung bringen wird. Es empfiehlt sich also auch oder gerade bei den Schwellenländern auf breite Streuung zu setzen. Die fast schon klassische Variante ist ein ETF auf den MSCI Emerging Markets. Dieser ETF, hier am Beispiel des Xtrackers ETFs, investiert in ca. 1400 Aktienwerte und deckt damit rund 85% der Marktkapitalisierung in den jeweiligen Ländern ab. China nimmt hierbei mit rund 35% und inklusive Taiwan rund die Hälfte des ETFs ein, wobei auch hier der Fokus auf der IT-Branche liegt. Hier kannst du aber von den verschiedensten Anbietern einen guten ETF finden, da die Auswahl inzwischen ziemlich groß geworden ist. Eine zweite Möglichkeit wäre ein Einschluss der restlichen 15% der Kleinstunternehmen bzw. der Small Caps aus den Schwellenländern. Hier gibt es bereits einen sehr großen und sehr günstigen ETF von iShares, den iShares Core MSCI Emerging Markets EMI, der in knapp 3000 Aktien und damit rund 99% der Marktkapitalisierung investiert. Den ETF verlinke ich dir dann auch in der Videobeschreibung. Ja, und zu guter Letzt würde ich dir eigentlich auch gerne einen nachhaltigen Emerging Markets ETF präsentieren, aber da gibt es sehr, sehr verschiedene Ausprägungen zwischen den ETFs und deswegen einfach die Frage an dich: Interessiert dich dieses Thema? Soll ich mir mal nachhaltige Schwellenländer ETFs anschauen? Dann schreib es bitte direkt unten in die Kommentare. Schau dir ansonsten gerne mal das Video zu nachhaltigen ETFs und den Nachhaltigkeitsstrategien an. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut.